Tag euch und willkommen hier zu einem weiteren Bundesliga-Orakel auf meinem Kanal. Willkommen zum Bundesliga-Sonntag und willkommen zur Partie Köln gegen Düsseldorf, Leute. Was ist das denn für eine geile Partie am Sonntagabend? 18 Uhr wird angestoßen. Schreibt mir eure Tipps unten rein in die Kommentare. Es ist auch die heutige, die einzige Partie, die ich hier heute nochmal als Einzelpartie orakeln werde. Es ist nur diese Partie, es wird keine andere Partie hier heute von mir geben. Köln gegen Düsseldorf. Huch, ja, das Derby. Wie entscheide ich mich? Entscheide ich mich für Köln, entscheide ich mich für Düsseldorf? Ich glaube, wenn man sich so die letzte Woche angeguckt hat, ist man eigentlich für Köln, pro Köln, weil Köln halt einfach gut performt hat, sage ich mal. Dann noch unglücklich, sage ich mal. Was heißt unglücklich? Aber wenn man halt 2-0 führt, muss man halt die Führung eigentlich nach Hause bringen. Eigentlich. Ich sag Köln gewinnt 2-1. Ich leg mich fest. Köln gewinnt 2-1. Und wir starten rein ins Orakel. Und wir starten mit Kabak von Schalke. Philipp Max von Augsburg. Dahut von Dortmund. Strobel von Gladbach. Und Böki ebenfalls vom BVB. So. Dann geht's weiter mit Pack Nummer 2 und Karim Rikik. Karim Rikik. Dann Fernandes. Und Kingsley Schindler mit dem 1:0. Und die Kölner. Ja, die Kölner mit der Kölner Träumende hier gerade im Hintergrund. Sehr, 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 sehr geil. 1:0 für den ersten FC. Lienhardt und Marco Hartmann. Da gibt es ja jetzt den fünften bestätigten Fall, ne? Bei Dynamo Dresden. Das ist echt krass, was da in Dresden abgeht, sage ich mal. 1:0. Köln führt. Und wir gehen rein in Halbzeit 2. Kann Fortuna Düsseldorf das Spiel vielleicht nochmal in eine andere Richtung drehen? Bonaté, Hoffenheim, Clubkarte. Dann müsste jetzt spätestens eine Karte kommen. Vielleicht sogar eine Powerkarte. Und dann steht es mit einem Schlag, zack, 1:2. Ja, da haben wir schon mal das erste Matthias Zimmermann. Der hier das 1:1 erzielt und somit einen Punkt für Düsseldorf retten würde. Andrich, Davy Klaassen und das war's. 1:1 Punkteteilung zwischen Köln und der Fortuna aus Düsseldorf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich bin raus, haut rein und tschüssi.